Herzlich willkommen bei BlackBulls.at. Heute wieder mit einer Wochenspielprognose. Heute spielen wir die Iserlohn Roosters gegen die Düsseldorfer EG. Ja, ich werde Iserlohn sein, Robert wird Düsseldorf sein. Ja, beginnen wir an. Robert spielt in Gelb-Rot. Ich spiele in Blau. York kann das Bulliger gewinnen auf Forster. Und Wolf mit der Chance. York mit dem Nachschuss. Da Köpfert kann den Puck halten. Und hier der Stars der Düsseldorfer. Paris. Mit einem weiteren Bulli beginnen wir hier. Kalovi auf Breibisch. Der wird hier gecheckt von den Iserlohner. Mond. Brennan. Hier mit dem Gegenangriff. Hier die Verteidigung der Düsseldorf ausnehmen. Wird hier aber niedergestreckt. Nordheim. Göttl. Und Schrot kann ihn abwehren. Fängt ihn sicher den Puck. Hier gibt es die ersten Reibereien zwischen Düsseldorf und Iserlohn. Weiter mit dem Bulli. Zanetti wird hier aus. Oh, Schrot kann ihn nochmal fassen. Gibt weiter zu Forster. Auf Wolf, der wieder nach vorne zu Forster. Der allein aufs Tor. Kriegt ihn aber nicht unter. Bei Köpfert. Der Düsseldorfer Goalie. Sicher heute. Jetzt wieder weiter. Marcek am Bali. Punkt für die Iserlohner. Kopitz. Otenort. Kriegt den Ball aber nicht unter sich. Und jetzt kommen die Düsseldorfer. Ida Kopitz. Giuliano mit dem Gegenangriff. Kann sich hier durchtänzeln. Rüber auf Marcek. Der kann aber nicht verwerten. Und Giuliano kommt nicht am Pöck. Kopitz. Hier niedergecheckt. Jetzt Odenorts allein und jetzt allein auf Schrot. Der kann aber abwehren und der Düsseldorfer verzieht hier abseits von den Düsseldorfer. Hier sehen wir Schrot, hier Bostrom, Schrot hier wieder im Bild. Bertich am Ballipunkt. Jerez auf Reteke. Reteke kann sie hier durchnehmen. Olims. Jerez auf Raymond. Der kommt aber durch, aber es ist abseits. Hier sehen wir wieder der Düsseldorfer Star Paris. Der jetzt auf die Bank geht. Bei den Ballis ist es ausgeglichen. 3:2 für die Iserlohner. York kommt hier nicht nach. Görtel, Schrot kann noch ablenken. Und jetzt vor dem Tor. Brennan. Der gibt aber zurück auf Göttel. Und hier ein Fehlpass. Da checken sich die beiden. Wolf jetzt mit der nächsten Gelegenheit für die Iserlohner. Wenn jetzt gut ist, gibt der Rüger auf York. Aber die Düsseldorfer wieder am Pack. Mond. Hier, oh, da ein Abwehrfehler. Und jetzt geht's in die erste Drittelpause. Soll für mein Versprecher jetzt Spiel vorsetzen. Das zweite Drittel. Die Düsseldorfer spielen nach oben. Die Iserlohner nach unten. Jerez auf Forster. Rüber auf Wolf. Der wird hier niedergecheckt. Wieder von aggressiven Düsseldorfer. Der zurück auf Schrot. Oh, fast ein Fehlpass. Forster auf Jerez. York jetzt wieder gecheckt. Kreuzer. Raymond. Wolf. Wolf jetzt probiert allein aufs Tor. Sucht eine Angelegenheit. Forster. Und da checken sich die Düsseldorfer gegenseitig. Wolf und da mit dem 1:0 für die Iserlohner. Wolf
Da ist auch Göpfert geschlagen. Und da sehen wir die Rooster-Fans. Michael Wolf macht hier das 1-0 für Iserlohn. Nach guter Vorarbeit und ein bisschen Düsseldorfer Ungeschick in der Verteidigung. Murlock probiert hier gerade wieder mit dem nächsten Streich. Murlock. Brennan. Brennan kann ihn nicht abwehren. Wenn da jetzt ein Düsseldorfer an den Pöck gekommen wäre, dann wäre das böse ausgegangen wahrscheinlich. Murlock. Ja. Kämpft er sich zurück auf Götel. Und der fasst mit dem 2-0, aber geht über das Tor. Hier mit der nächsten Chance. Jetzt gibt es eine Strafe gegen Düsseldorf. Kalovi muss auf die Strafbank für 2 Minuten wegen Unsportlichkeit. Der Verteidiger der Düsseldorfer. Mond jetzt am Anspiel gegen Cheres. Zurück auf Brennan und er drückt ab. Göpfert aber noch dran. Brennan. All zurück. Aber die Düsseldorf jetzt gut an Spielgelegenheit, aber Kreuzer kommt nicht an den Pack. Jetzt Michael Wolf im Gegenangriff, der das 1-0 erzielt hat. Aber direkt in die Fanghand von Göpfert. Cheres wieder an den Pöck. Forster wird jetzt ausgewechselt. Was da jetzt Mond. Cheres gegen Mond kommt hier nicht ganz nach. Hier aber ausgebremst, Wolf rüber auf York. York mit der Chance, aber nicht verwertet. Wieder rüber auf Forster und der direkt in die Beine von Martinsen. Der kann jetzt locker hier ein bisschen rumschaffieren. Wird hier aber gestoppt. Sorry. Ja, es geht weiter und jetzt, ja, abseits. Im zweiten Drittel sind jetzt noch 5 Minuten zu spielen. Und die Iserlohner führen 1-0 durch den Treffer von Michael Wolf. Lang Martinsen. Ja, aber gestoppt von Götel. Götel kann jetzt hier alleine aufs Tor. Nein. Kommt rüber. Ja, ein schwacher Abschuss. Göpfert natürlich hier mit seiner Routine locker an den Pöck gekommen und fängt ihn sicher. Ja. Jetzt sind noch 3 Minuten 47 zu spielen. Die Ballis wurden eher jetzt von den Iserlohner gewonnen. Fischbusch, Neugebauer. Odenorts kann ihn wegchecken. Forsch, Giuliano. Der kommt aber nicht durch in die starke Verteidigung der Düsseldorfer. Ja, hier wieder Checking. Kultbrenner. Und der jetzt alleine, ja, Odenorts kann ihn den Puck hier sichern. Schießt ihn in die andere Hälfte und das Drittel ist zu Ende. Die Düsseldorfer liegen hinten gegen Iserlohn. Ja, jetzt geht's weiter mit dem dritten Drittel, das Enddrittel. Und das beginnt ja wie immer mit einem Balli mit York. Harris, Olims und dieser auf Schrot und Schrot hält ihn natürlich sicher. Da muss wieder Long eingreifen, wieder ein bisschen Unruhe stiften, der Düsseldorfer. Harris, Michael Wolf kommt hier nicht nach und jetzt 2 gegen 1 und da ist der Ausgleich oder nein, es ist Offside. Und da ärgert sich natürlich Robert, der heute mit den Düsseldorfer spielt. Der hat sich jetzt gerade sehr gefreut, bis er die Wahrheit erfunden hat. Ja, sorry, wieder ein Versprecher. Hier Paris, der Star der Düsseldorfer. Salon. Hier ein Pack wieder, Checker von Düsseldorf. Ausgebremst von Brennan auf Marcek, dem Tschechen, auf Beric, aber der ausgecheckt jetzt vom Düsseldorfer Paris.
Schrot und der Crash hier in den Torhüter rein. Gibt das eine Strafe? Kann gut eine Strafe geben. Hier wieder der Star der Düsseldorfer. Paris. Ja, jetzt hier eine kleine Unterbrechung. Geht jetzt weiter. Immer noch Powerplay für Iserlohn. Da Nottam York kann ihn sichern und geht jetzt in den Gegenangriff. Kommt aber keiner wirklich mit. Jetzt auf Wolf und der hätte jetzt das zweite Tor schießen können. York, und jetzt gibt es ein 4 gegen 4, eine Strafe für Iserlohn an den Torschützen Michael Wolf, der hier den Torhüter checkt. Das macht man natürlich nicht. Ja, die Strafe ist zurecht. Es geht wieder mit dem Balli weiter. Jerez auf Brennan. Retike. Und der jetzt rüber auf Maček. Der vergibt diese Chance. Mappes. Und da Retike. Mappes. Olims. Auf Martinsen. Der für die Düsseldorfer. Ihr. Der rutscht da selber ins Tor. Aber nicht mit dem Puck. Also steht es weiterhin 1:0 für die Iserlohner. Ja, jetzt geht's weiter mit einem Balli. Fertig. Ja, hier zurückgespielt. Aber jetzt wieder mit dem Düsseldorfer Long. Der verzieht. Und die Düsseldorfer sind wieder dran. Kreuzer, Gürtel, hier niedergecheckt. Gürtel. Auf Long. Die Düsseldorfer auf den Torwart an die Latte. Die Düsseldorfer hier ein bisschen ungeschickt. Haut sich selber über die Schuhe. Forster und jetzt mit dem Gegenangriff. Paris. Hier Köpfert allein gelassen. Kreuzer mit dem Gegenangriff für die Düsseldorfer. Wolf. Kommt hier nicht durch. Kann hier retten jetzt. Fertig auf Retike. Ja, da hat er gehofft, dass ein Gegner, dass ein Mitspieler darüber ist. Fertig mit der Chance. Retke. Und da spielen die Düsseldorfer wieder jetzt. Jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen und die Düsseldorfer machen jetzt mächtig Druck. Aber da können die Iserlohner jetzt mit einem Gegenangriff starten. Malok wird gecheckt in die Bande. Redke. Und da ist das 2:0. Und wahrscheinlich das spielentscheidende Tor. Göpfert wieder geschlagen. Im dritten Drittel. Redke macht das Tor. Auf Arbeit von Malok und Brennan. Giuliano. Natürlich rüber jetzt wieder. Sind jetzt wieder voller Elan, die Iserlohner. Nach dem 2:0, die wollen jetzt natürlich auch nicht mehr das 2:1 kassieren, weil dann wird es sehr kritisch. Martinsen jetzt mit dem 1:2 der Däne. Und das gibt's jetzt nicht. Die Iserlohner stehen jetzt noch mehr unter Druck. Die müssen jetzt richtig verteidigen. Ja. Hier die Düsseldorfer haben jetzt noch 3 Minuten Zeit zum den Ausgleich schießen. Forster jetzt aber wieder für die Iserlohner. Und der kommt durch. Aber Strodel hat den Ball, spielt ihn weiter auf Mond. Jerez streckt ihn nieder. Wolf jetzt. Wolf, der kommt hier gut durch. Rüber Forster, aber Göpfert hat den Puck sicher. Und jetzt Wolf kommt da zwar ran, aber der Düsseldorfer klug genug und schaltet ihn aus, so gesagt. York, jetzt mit dem Gegenangriff. Rüber wieder auf Wolf. Der gibt rüber auf York, aber der verzieht direkt in die Beinschoner des Torwarts. Ist die nächste Chance. Ja, wieder an den Beinschoner. Wolf. Jetzt die Düsseldorfer mit dem Gegenangriff noch 19 Sekunden zu spielen. Check. Und jetzt Jerez. Giuliano. Kreuzer. Und die Abwehr von Schroten. Jetzt noch 8 Sekunden zu überleben. Jerez auf Giuliano. Gibt es hier noch das entscheidende 3:1?
Nein, gibt es nicht. Ja. Und das Spiel ist zu Ende. Die Iserlohn Roosters gewinnen das Wochenspielprognose gegen den Düsseldorfer Eishockey Club. Ja. Und jetzt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn ihr für die nächsten Wochen ein Spiel unbedingt sehen wollt, schreibt es doch in die Kommentare. Besucht unsere Facebook-Seite. Lasst doch, wenn ihr mehr sehen wollt, auch noch ein Abo da. Ja, ich sage jetzt Adieu, euer Michael.